Rosie's Life. Meine Hübschen, guten Morgen. Ich habe heute für euch wieder mal ein anderes Video im Urlaub. Und zwar möchte ich ein What I Eat in a Day Holiday Version drehen. Und zeige euch einfach mal, was wir so den ganzen Tag über verteilt essen. Denn ganz viele wollen wissen, was wir essen, ob wir unser Magen damit zurechtkommt. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr da Bedenken habt. Hier, bitte, Schatz. Ich komme sofort. Dass ihr euch die Zähne putzt und das Gesicht wascht. Also Zähne putzen mit dem Wasser, was ihr im Zimmer habt. Das machen wir auf jeden Fall immer. Anstatt das Wasser zu nehmen, was aus dem Wasserhahn kommt. Und Salat zu vermeiden. Also Sachen, die gewaschen werden. Und Milchprodukte. Also alles, was heiß gemacht wurde, frittiert wurde oder sowas, abgekocht wurde. Ja, aber so frische Sachen, die abgewaschen werden. Zum Beispiel kriegen die Kinder Banane und Melone. Das wird ja nicht gewaschen. Und ja, wie gesagt, Milchprodukte, frische Milch und sowas wegzulassen. Dann dürfte eigentlich alles kein Problem sein. Ich komme und jetzt zeigen wir euch, was wir frühstücken. Ja, Patsch, 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 Patsch. Ah. Was frühstückst du denn jetzt, Lamia? Sag mal. Einhornmüsli. Müsli auf jeden Fall. Und der Carlos isst mal wieder sein Croissant. Oder auch nicht. Hast du keinen Hunger heute Morgen auf Croissant? Nein? Ja. So, heute habe ich mal was anderes. Und zwar habe ich Porridge mit Obst. Ein Croissant mit Aprikosenmarmelade. Und diese Frucht, die ich immer in Ägypten esse und ich einfach nicht weiß, wie die heißt. Wenn ihr wisst, wie es heißt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Das ist jetzt mein Frühstück mit meinem Cappuccino. Und du? Was isst du? Also ich habe zwei Spiegeleier. Ja. Ein halbgekochtes Ei, das schneide ich mir dann unter auf mein Brot. Okay. Und noch so drei Stücke Baguette kann ich mir das Ei geben. Okay. Und du willst heute lieber Baguettebrot? Ja, sagt er. So viel Brote. Brauchst du ein Tellerchen? Ja. Dann holen wir mal ein, komm. So. Soll ich machen? Okay, hier gibt es nochmal Pfannkuchen mit viel Schokosoße und viel Puderzucker. Jo, hau rein, Kind, hau rein. Danke. Guten Appetit. Kannst du ja? Wo geht's denn hin? Was machen wir jetzt? Ja, da. Was machen wir da? Essen. Essen wieder. Essen, essen, essen. So, jetzt geht's da ins Beach Restaurant. Essen. Pasta, Pizza, Hot Dogs und Pommes frites. Carlos mag übrigens sehr gerne Pommes. Hallo, mein Kleiner. Pommes frites. Was ist da denn überhaupt? So Hähnchen. Ich guck mal eben. Nuggets und eine Pizza am Mittag. Und du bist auf Diät? Ja. Nein, hier die Pommes. Ketchup und Senf und Gurken. So, fertig gegessen. Jetzt wird hier auf dem Rasen ein bisschen gespielt. Seid ihr alle satt? Ja. Gut. Sie hat heute nur Brot gegessen und keine Nudeln. Keine Nudeln. Keine Nudeln. Jeden Tag 3-4 Portionen Nudeln
Und jetzt, kurz bevor der Urlaub vorbei ist, gibt's zu Hause nie mehr Nudeln. Ah, die spielen hier Fangen. Lamia schmollt, weil sie nicht Verstecken spielen. Ich habe gesagt, das geht hier nicht im Hotel, Verstecken spielen. Ah, da wird Fangen gespielt. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart. Carlos. Hallo. Lass die Mütze auf. Lass die Mütze auf. Lass die Mütze auf. Lass die Mütze auf. Ab ins Meer mit dir. Nein. Mir wurde auch langsam schlecht gerade vom Rennen mit Lamia. Die Mütze auf. Ich finde es so gar nicht gut, ne? Was ist denn los, Carlos? Was ist denn los, Carlos? Kuckuck, Carlos! Der schimpft. Schimpfst du? Schimpfst du? Wie schimpfst du? Ja? Du sollst nicht schimpfen, du musst die Mütze auflassen, wenn du in die Sonne gehst, Schatzilein. Die Islamia, die schmollt immer noch. Wir sind gerade so gerannt, dass mir schlecht ist nach dem Essen. Ich habe mit Lamia Fangen gespielt und die ist voll schnell, ey. So, was machen wir jetzt, Lamia? Ameise. Ameise. Was machen wir jetzt, Lamia? Essen. Wie immer. Essen, wie immer. Shoppen heute. Guck mal, die Mädels haben hier Zwillingsfrisur. Ja, ich liebe diesen Dutt. Double-Zwillingsfrisur, weil Double... Double Dutt. Ja, du auch. Süß seht ihr aus. Und weil der Dominik diese Frisur so gerne mag, habe ich mir auch einen Dutt gemacht. Ich muss mir eben einen Pullover holen, falls es doch ein bisschen frisch wird gleich. Ja. Ja, Dutt Family. Heute ist internationales Buffet. Gestern war italienisches. Bin gespannt, was es heute gibt. Ne, Carlos? Carlos? Oh, die ist müde. Hm? Ach, guck mal, mit Kindersitz heute schon hier. Das habe ich gerade gemacht. Ah, hast du gemacht? Okay. So, wir haben hier schon unsere Getränke. Weißwein, Wasser, Soda auch genannt. Apfelsaft und Soda und Weißwein. Aber die Kinder kriegen jetzt auch noch mal ein Wasser. Die trinken nämlich zu viel Apfelsaft hier. So, was hast du dir geholt? Pommes mit Senf und Ketchup und so Fischdinger. Backfisch? Ja. Und Lamia hat Laugenbrezeln. Ja. Auch okay. Guten Appetit, Mädels. Thank you. Was hast du? Hähnchen mit Süßkartoffeln und so Mettbällchen hier, so gehacktes Bällchen. Hackbällchen, Tomate und Bohnen. Aha. Guten Appetit. So, ich habe Safranreis, Beef Stroganoff und arabische Nudeln hier. Mama? Guten Appetit. Ja, bitte. Darfst du meine Erdbeere nehmen? Nee, erst wenn du gegessen hast. Das ist der Nachtisch. Nein. Aber ich habe schon ein paar Erdbeeren ergattert. Die sind immer voll schnell weg. Und die Lamia darf ja sonst nichts essen hier. Ah, Nachtisch. So, Nachtisch gibt es für Salis mit Milchmädchenpudding. Schmeckt fast genauso lecker wie vom Dominik. So, wir sind jetzt alle satt gefuttert. Mama. Wo gehen wir hin jetzt, Lamia? Shoppen. Lamia hat schon ihre Penunzen rausgeholt. Mama. Und jetzt ist das erste Mal, dass wir hier in der Shoppingmeile ein bisschen spazieren gehen. Papa. Ja. Das ist der Goldmann. Joanna hat ein richtiger Influencer-Handy in der Hand. Ne? Was wir gerade einfach, wir müssen noch andere Kreolen mal kaufen. Kreolen. Ja, aber ich hoffe noch einen. Wenn wir zu Hause sind, machen wir das. Joanna, ein Eis ist kaputt, kriegt da. Zeig mal dein Ohr hier. Ja. So, mal gucken. So. Da ist unser Freund. Da haben wir ihm alles gekauft. Wasser und so ein Kram. Hörst du die dann mir da rein? Da rein? Hallo. Wie geht's dir? Gut. Und selbst? Gut, danke dir. Sehr schön. Alles gut? Alles wunderbar. Guck mal, wie fies die sind. Die haben hier oben Cheetos. Ich drehe am Rad. Aber nur Käse-Cheetos. Die darf die Lamia nicht essen.
Lassen wir mal lieber. Guck mal, ich finde sowas sehr voll schön. Hat ja meine große Bitte kaputt gefallen. Ja. Und du? Genau, Taucherbrille haben wir hier gekauft. Was suchst du, Schneckche? Ein Spiel. Ein Spiel? Wie cool! Ich weiß nicht, ob die ein Spiel haben. Guck was mal. Ist das? Man kann ja im Handy filmen. Ich kenne das. Das muss man also in der Tasche tun. Da kann man zum Beispiel unter Wasser so Musicals machen. Oh, so Musicals, okay. Oder das ist so eine Höhle, die kann man dann, also das ist eine Höhle, ist ja schon da cool, kann man ne? reinstecken. Da kann man unter Wasser so Musicals oder Fotos machen. Aus Asien, Mama, ist ja klar. Ich kenne das. Mama. Oh, ob ich dem Ding hier traue, weiß ich nicht, ey. Ja, wäre ich auch vorsichtig. So 1000 Euro Handy da reinmachen. 1000 Euro Handy. Da stehst du da. Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch niemanden damit gesehen. Samir, wir fahren doch morgen nach Hause. Ach, übermorgen. Ja, aber ich will auch Kopfchen haben. Ach so, ja doch. So, das war's jetzt für heute. Wir gehen jetzt nach Hause. Haben ein bisschen geshoppt. Die Lamir hat sich ein dezentes Kleid gekauft. Ich zeige euch das mal eben. Dezent. Dezent Neon Gelb. Das sieht man sogar im Dunkeln. Das sieht man sogar im Dunkeln, ja. Lamir, wackel mal. Yes. Ich habe mir so eine Katze geholt, Lamy hat die auch in Weiß. Genau. Ja. Und ich habe mir noch eine Adidas-Jacke geholt. Genau. Was ja. Und jetzt sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, gebt natürlich einen Daumen nach oben. Jo, genau. Gebt dem. Daumen nach oben. Genau. Adios. Tschüss. Selavi. Eine Adidas-Jacke.